Charlie-News, live aus der Eifel. Rujin und Margarita sind auf der Schwelle, vom Konzept der sogenannten Primärbeziehung abzulassen. Wir zählen die 68. Lesbe, die jetzt in diesem Moment die BarkeeperIn Viola crusht. Das führt ganz sicher bei dem ein oder anderen Pärchen zu künftigen Poly-News. Jessie und ihre Partnerpersonen sind überfordert damit, gemeinsam den Heartbreak von Jessie über Keo zu betreuen. Während Jessie dabei den Auszug ihrer besten Freundin Ivy navigiert, die gemäß intensiver lesbischer Tension nach anderthalb Wochen mit ihrem Girlfriend in eine Einzimmerwohnung mit zwei bedürftigen Katzen gezogen ist, jongliert Jessies Partnerperson Dean jeden Abend in einer 30-minütigen Self-Love-Session gemäß des Chapters 4 in Polysecure all die Fragen, die sie ihren Exes nicht gestellt hat. Whitney Houston singt zusammen mit George Michael If I Told You That I Wanted You über ihren ersten Girl-Crush. We all knew it. Ja, herzlich willkommen bei der aktuellen Lesbe der Stunde spielerischer Abgründe. Als dyke-doggische Hosts begrüßen wir heute Duigu, der hotteste Hands-on-Soccer-Trainer, den man sich wünschen kann. Vielen Dank. Vielen Dank. Eva, unsere Triple Water Sapphic Butch, deren Verse dich zum Schmelzen bringen. Die ehemalige Profischwimmerin, die dich in ihre starken Arme nimmt, Bahar. Und Lynn, deren Schleckmuscheln, Perlenketten und Happy Dyke Snacks bald in Serie gehen. Absolut. Ja, und auch euch, saffische HörerInnen, begrüßen wir gemeinsam mit einem lauten, kratzigen und absolut bellischem Happy Dyke Dogs Day. Ja, ihr Lieben, bei uns gibt es heute Spielspaß, gute Nachtgeschichten und freche Unterhaltung. Doch bevor wir mit unserem Sweet Spot Saphismus anfangen, wie geht's denn euch gerade so? Was bringt denn ihr gerade so an Emotional Lord mit? Das Ding ist, Eva guckt nicht weg. Sag was. Also, Lynn und ich sind ja beide Triple Water und da kann man schon mal in stürmische Gewässer geraten, so in der Fischesaison, würde ich sagen. Das stimmt. Und ich bin auch ein bisschen abgefuckt davon, dass wir halt irgendwie nicht auf La Gomera sind oder anderswo auf den Kanaren. Ja. Wir sind auch nicht bei Tar. Das stimmt, wir sind auch nicht bei Tar. Das stimmt auch nicht auf der Belenade, aber hier in der Schaubühne. Und wie ihr wisst, als fleißige HörerInnen, beginnen wir unsere Sendung jedes Mal mit einem Streifzug durch die Geschichte, in der wir uns mit Fragen lesbischer Repräsentation und lesbischen Räumen beschäftigen. Wie kann es sein, das fragen wir uns, dass die Repräsentation zunimmt, lesbische Räume aber zunehmend verschwinden? Und dieser Frage möchten wir natürlich auch heute nachgehen, und zwar am Radio selbst. Wie steht es eigentlich um lesbische Radiogeschichte? Und vor allen Dingen, was hat die Lesbe vor unseren allseits beliebten Podcasts ins Mikro gebabbelt und auch in welchen Formaten eigentlich? Eva, ich meine, willst du kurz einhaken? Wie steht es eigentlich um die Radio-Lust der Lesbe? Ja, ich übernehme mal wieder den ernsten Teil hier. Das stimmt. Ist auch okay. Also in den USA gingen lesbische Radiosendungen, also Radiosendungen, die von Lesben produziert und moderiert und auch für Lesben gemacht wurden, so Mitte der 1970er auf Sendung. Der Schwerpunkt waren lesbische Themen und sogenannte Frauenfragen im Allgemeinen. Und in Städten, aber auch ländlichen Gemeinden wurden wöchentliche Sendungen produziert. Amazon Country aus Philadelphia ging 74 auf Sendung, gibt es sogar heute noch. Hat sich aber, glaube ich, niemand von uns angehört. Nee, oder? Hat sich nicht. Naja. Naja. Also eine weitere Sendung, aber mit der wir uns dann tatsächlich auch mal beschäftigt haben, war The Lesbian Radio Spectacular with a Cast of Millions aus New York City auf dem Radiosender WBRI. Ging 76, wie gesagt, auf Sendung und wir hören jetzt mal in eine Ausgabe auch von Oktober 76 rein, also von vor 47 Jahren. Und die Folge, die man auch in einem Public Archive online findet, das wird auch Shownotes geben, auf Instagram zumindest, die hieß Lesbian Sexuality. Or neck. Mm-hmm. Yeah. Or shoulder, can you just... Or a finger, or a hand, or... Yeah. Yeah. And kissing. I mean, like, these are just as
as important at any given moment as like they could, it could just stay there. And whatever moves on is part of the momentum, and it's not clumsy, and it's not, we got to go here, and that's just so, it's so, but in calmness, and like, I can think, you know, like, mostly in sex, like, there's kind of a panic, it seems, but there are these wonderful interludes of just tremendous calmness, and that's what I'm working for. Ich weiß nicht, wie gut man das verstehen konnte, ist ja von 76, wie gesagt. Also die ganze Sendung handelt eben von lesbischer Sexualität und hier sprechen Sie darüber, wenn ich das richtig verstanden habe, dass Ihnen, sich Ihnen wie so eine andere Dramaturgie von Sex eröffnet hat und dass Sie darin so eine Ruhe finden und es geht irgendwie um Finger und Hände. Und also die ganze Sendung ist auf jeden Fall sehr berührend und empfehlenswert. Und vor allen Dingen dieses Internet-Archive ist halt total cool. Also da findet man so, keine Ahnung, also überspitzt gesagt, 1000 verschiedene Snippets, jeglicher lesbischer Genres, vom Sport hin zum Theater, zum Musical, kann man sich irgendwie echt mal stundenlang so durchsnappen. Ja. Genau, das war die Folge, also Lesbian Sexuality, das Lesbian Radio Spectacular with a Cast of Millions. Und es gab aber auch außerhalb der USA lesbische Radiosender und Sendungen, in Neuseeland zum Beispiel und den Niederlanden. Und wir haben ja auch erst angefangen, also ich würde jetzt nicht sagen oberflächlich, aber so kursorisch zu suchen. Total, ja. Und das ist ja wie mit einem Großteil lesbischer Geschichte, dass es einfach sehr viel zu entdecken gibt, auch in dem Radiobereich. Dann ab den 90er Jahren wurden einige auch schwul-lesbische Radiosender gegründet oder es haben sich Kollektive zusammengefunden. Das hängt natürlich ganz stark ab mit HIV/AIDS und mit der Notwendigkeit, sich da aktivistisch zu organisieren. In Deutschland, USA, anderswo haben auch viele Lesben eben bei ACT UP diese Kämpfe unterstützt und es wurde dann dort auch naja, über AIDS-Aktivismus informiert und Aufklärung betrieben, weil das ja einfach absolut gefehlt hat. Also der Fokus in der Geschichtsschreibung, wenn man sich ein bisschen mit lesbischem Radio beschäftigt, ist schon der auf weißen, angloamerikanischen Mittelklass-Lesben. Mhm. Wir sind sicher, wenn wir weitersuchen würden, würden wir halt ganz viel finden. Und was ich noch empfehlen wollte, ist der Podcast Black Lesbian Archives, der sich unter anderem der Radiogeschichte schwarzer Lesben und Lesben of Color widmet, aber auch anderen Aspekten von Bewegungsgeschichte. Wie gesagt, also die Links suchen wir dann. Genau, die werden wir auch auf unserem Insta-Kanal auf jeden Fall zugänglich machen. Wir haben jetzt einen internationalen Fokus gehabt oder einen Auszug. Wie steht es um ja, die deutschsprachige lesbische Radiogeschichte? Wir haben zusammen recherchiert. Sind auf Eldoradio gestoßen. Das war das erste schwul-lesbische Radio in Berlin. Lief von 1985 bis 1991. Die Sendung war zunächst auf Kabelpilot 1 zu hören und dann auf dem linksalternativen Sender Radio 100. Worum ging's? Klar, Sex, Kultur, AIDS, das hattest du ja auch schon mal gesagt. Themen, die die Szene maßgeblich bewegten und also es gibt echt viele Schmuckstücke, wenn man sich in die Sendung reinhört. Und um so einen Flavor zu bekommen, was es da für lesbische Crush-Themen gibt, haben wir uns mal ein Snippet herausgesucht. Captain, sehen Sie, was ich gefunden habe. Was soll denn das sein? Ein Tonträger aus dem 20. Jahrhundert. Ich glaube, man nannte es ihrer Zeit Kassette. Aus dem 20. Jahrhundert? Können wir das denn abhören? Aber ja, ich werde ihn einfach in den Mega-Akustisator schieben. Und hier ist wieder Ello Radio, das Magazin von Schwulen und Lesben, nicht nur für Schwule und Lesben. Und jetzt ein Tipp für alle Lesben hier in Berlin. Heute am 12. April 1987 findet in der Lesben-Disco am Richard-Versager-Platz eine Fete statt. Beginn 22 Uhr. Lieutenant, haben Sie das gehört? Im 20. Jahrhundert gab es also auch schon Lesben. Aber ja, das war noch lange vor der Revolution. Damals gab es sogar noch Heterosexuelle. Lieutenant, Sie scherzen. Aber es würde mich ja doch interessieren, wie diese Lesben wohl damals ausgesehen haben. Meinen Sie, es wäre möglich, unseren Zeitbeamer auf diesen 12. April einzustellen? Und uns dorthin zu beamen? In dieses Berlin? Ich denke schon.
Wir scheinen ja genau richtig gelandet zu sein, Ovule. Gute Arbeit. Schalten Sie nun den Gamma-Decoder zur Analyse ein. Die dort mit der schwarzen Tierhaut um den Leib gewickelt. Sie denkt an Sex, mit der die neben ihr steht. Sex? Haben Sie den Begriffsidentifikator dabei? Identifizieren Sie Sex. Sex, der. Kurzwort von Sexus. Erotik, Geschlechtlichkeit. Sie meinen... Ich fürchte, schon. Das macht man noch in dieser Zeit. Oh, wir sind ja wirklich in tiefster Steinzeit gelandet. Ich dachte, unser System des interstellaren Orgasmusaustauschs gäbe es schon viel länger. Tja, dieses 1987 scheint primitiver zu sein, als wir dachten, Captain. Doch, sagen Sie mir, Lieutenant, warum denkt diese Frau dort an diesen Sex, aber macht dann nichts mit der Frau neben ihr? Wie ich schon sagte, die Gedanken sind nur durch Laute übertragbar und werden dadurch wohl entstellt oder vielleicht sogar absichtlich verfälscht. Die hier neben uns zum Beispiel denkt gerade, sie würde die mit dem gelben Fell gerne ansprechen, redet aber dann doch mit der mit dem grünen Stäbchen in der Hand, die sie langweilig findet. Also, Ovula, verstehen Sie diese Frauen hier? Vor allem dort in der Mitte, wo anscheinend der Sammelplatz für die mit motorischen Störungen ist. Captain, ich glaube, das hängt irgendwie mit den Schallwellen, die hier durch den Raum geleitet werden, zusammen. Nicht zu fassen, aber offensichtlich scheint es ganz normal zu sein. Wenn der Anfall wieder vorbei ist, stellen Sie sich einfach wieder zwischen die anderen. Captain, sehen Sie nur, da kommt einer auf uns zu. Oh Gott, Ovula, sie streckt ihren Fühler nach mir aus. Was soll ich denn jetzt tun? Ganz ruhig, Captain. Okay. es gibt über Eldoradio auch so eine siebenteilige, glaube ich, Sendung, die Siegessäule mit dem Schwulen Museum gemacht hat, kann man sich anhören. Einige Folgen sind zumindest auch online. Gegründet wurde Eldoradio eben 1985, Ende der 80er stießen dann auch Lesben dazu. Zuerst Angela Gobelin, die ist immer noch Journalistin, glaube ich, beim NDR. Genau. Und später dann auch Manuela Kai. Und Manuela Kai ist Journalistin in Hörfunk und Print, Filmemacherin, Verlegerin des queeren Verlags Special Media, Kuratorin des Pornfilmfestivals, hat den Dykematch mitbegründet. Ich glaube, jetzt ist 5-jähriges Jubiläum, oder? Ich weiß es gar nicht. Jedenfalls im Juli wieder Dykematch. Und es wir haben ja noch... Das ist jetzt zweimal die Pfanne gehauen. Egal, weiter geht's. Zwei Sendungen noch davor, da können wir das nochmal rausfinden. Ein Urgestein der Berliner Lesben-Szene und ja, heute also, auch live hier im Studio. Deswegen lass uns Manuela mit einem großen Applaus. Für Manuela, jetzt hol sie doch mal. Immer noch, sie ist noch nicht da. Ja. Ja, Manuela. Hi, gegründet Manuela. Wurde Eldoradio von Schwulen. Ab Ende der 80er stießen dann auch Lesben dazu. Zu der Zeit war beispielsweise auch die Siegessäule noch komplett schwul. Kann man Eldoradio als eine Art Pilotprojekt sehen, als so einen Brückenschlag innerhalb der Szene Berlins? Also es gab natürlich viele auch gemischte Projekte, in Ostberlin übrigens fast nur, das war ja eine reine Westberliner Sache, dass es nur diese Vereinzelung gab und ich war schon immer gegen Separatismus in welcher Form auch immer und ich war auch immer so ein bisschen neidisch auf die schwulen Strukturen und dann dachte ich mir nach dem alten Motto, if you can't beat them, join them und dann habe ich eben mitgemischt, das habe ich dann später bei der Siegessäule auch gemacht und habe die Jungs von Eldoradio auch erfolgreich überzeugen können, dass wir zusammen besser sind und mehr Spaß haben und die sagen auch heute noch, das kann ich so sagen, weil sie mir das schon oft gesagt haben, dass sie ewig dankbar dafür sind, für diesen lesbischen Input und dass sie da erst begriffen haben, was Feminismus ist und was lesbischer Sex ist und überhaupt lesbischer Humor, ja, es gibt ihn, hurra, und all diese Dinge. Und wir haben sehr viel voneinander gelernt und hatten einen Höllenspaß. Ich meine, lesbischer Einfluss, hast ja dann auch die Siegessäule übernommen, ganz einfach. Also, genau. Also ganz gut gepasst, Manuela. Genau, und apropos lesbischer Input, ich meine, wie können wir uns eigentlich das lesbische Westberlin Ende der 80er, Anfang der 90er vorstellen? Beziehungsweise Ende 80er vorstellen.
Wild, die war richtig wild. Muss ich leider sagen, ich weiß, es ist für junge Leute bitter zu hören, dass früher alles besser war. Aber es, also stellt euch vor, eine Welt ohne Internet, ohne die Homo-Ehe, ohne diese Kack-Anpassung an die Heterogesellschaft und den Willen Kinderkarriere, sondern eher so Selbstverwirklichung und wir gucken mal, was so geht und wir brauchen nicht so viel Geld und wir haben lieber Spaß und feiern viel. So war die Szene. Natürlich gab es auch schon damals unglaublich viel Streit. Ah ja, okay. Ja, wieder Downfade. Unglaublich viel Streit, da gehen wir einfach mal raus. Das wollen wir heute nicht. Aber apropos lesbische Themen, worüber habt ihr denn bei Eldoradio eigentlich gesprochen? Manuela? Ich glaube, vielleicht mit so Ist Blüsch. Sie auch auf der Berlinale? Von Kate Blanchett. Genau. Wir haben uns echt Dinge getraut im Radio, wenn du das heute hörst, dann denkst du, das kann ja nicht sein. Wir haben explizite Sexszenen, also nicht nur lesbische, auch schwule. Aber die Lesbischen waren natürlich so, oh mein Gott, was traut ihr euch da zu senden? Also da haben wir wirklich, waren wir kackfrech und haben kein Blatt vor den Mund genommen. Und natürlich ganz viel Kultur und alles, was wir kriegen konnten. Und ganz viel Studiogäste, also wenn irgendein neuer lesbischer Film war, haben wir die Filmemacherin eingeladen. Und im Radio kannst du ja ganz viel machen, kannst du die Leute einfach anrufen und auf die Leitung legen und dann machst du ein Interview. Also wir haben ganz viel auch aus den USA immer gemacht. Und natürlich, was uns natürlich alle bewegt hat, war das Thema AIDS. Damals ging das ja so richtig los und es gab kaum Infos. Und das war natürlich genau analog zur Siegessäule eigentlich eine der Hauptaufgaben von jedem, damals, wie man noch schwul-lesbisch sagte, Projekte Aufklärung zu schaffen. Also von Betroffenen für Betroffene. Und das war ganz wichtig, dass die Leute das von uns hören, aus berufenem Munde, was da Phase ist. Und ansonsten haben wir dann auch später versucht, eben Ostberlin immer mit einzubeziehen. Wir konnten ja über die Mauer drüber senden. Wir hatten viele Fans in Ostberlin und dann haben die zum Teil, die haben uns per Post ihre Termine geschickt, zu Gruppentreffen und so. Und wir haben das dann praktisch über die Mauer wieder zurückgesendet und gesagt, also in Ostberlin trifft sich die schwule Gruppe so und so, dann und dann, weil die hatten ja da keine Möglichkeit, das zu veröffentlichen. Ich will jetzt nicht sagen, die hatten ja nichts, die hatten mehr als man denkt, aber das hatten sie nicht und dafür waren wir dann da. Und das, glaube ich, war auch eine tolle Sache für viele, das Selbstverständnis, was wir hatten, so zu hören. Wir haben auch wahnsinnig viele Hörerpost aus Ostberlin bekommen, wie geil die das finden, dass wir da so selbstverständlich und auch mit so einem Humor an unsere eigene Homosexualität so rangehen und das auch immer wieder hinterfragen und uns darüber lustig machen und aber das auch politisch sehen und das war für die natürlich nochmal eine Dimension, die man so in Ostberlin nicht so ausleben konnte. Und somit hatten wir also diese, wir hatten viele Funktionen. Wir hatten die Schwulen durften nicht zu kurz kommen, wir hatten auch viel Opernkram und sowas natürlich, also die ganz klassische, viel Sex, die Lesben wollten informiert werden über Dinge, von denen sie noch nie gehört hatten. Die Leute in Ostberlin mussten informiert werden. Also das waren so verschiedene Kosmen, die wir da zusammengeführt haben. Ja, ja. Ist ja eigentlich fast wie bei uns jetzt hier am Tisch. Ne? Manuela, du sagtest es ja bereits, also bis in die 90er rein gab es eigentlich wirklich ein aktives, öffentliches, lesbisches Leben, ne? Und Freiräume. Also wir sprechen von Verlagen, von Partys, von Pfingstfesten, und anderweitigen Zusammenkünften, gilt die These, die Räume waren gegeben, weil das Leben insgesamt ökonomisch einfacher, günstiger gewesen war? Es war damals natürlich alles total billig, aber wir haben auch total scheiße verdient. Also es war in der Relation nicht ganz so schlimm wie heute, aber es war jetzt auch nicht so, dass wir Geld hatten und weil alles billig war, damit viel machen konnten. Es war alles so billig, weil niemand Geld hatte. Also es hatte schon eine Relation. Und
diese ganzen Projekte und Räume, die es gab, die wurden unbezahlt gemacht. Dazu war man damals viel mehr bereit. Und ich denke, wir tun uns nicht immer einen Gefallen damit zu sagen, alle Leute müssen immer für alles bezahlt werden. Das möchte man gerne, aber das ist natürlich, damit kommerzialisiert man auch alles. Und ehrenamtliche, freiwillige Arbeit finde ich gerade in politischen Strukturen oder in Underground-Strukturen hat auch ihren Sinn. Nämlich, dass du nicht irgendwie nur die ganze Zeit damit verbringst, Anträge zu schreiben und auf Förderung zu warten, sondern du machst einfach schon mal. Klar ist das Selbstausbeutung, aber das kann ich ja immer selber entscheiden, ob ich mich selber ausbeuten will oder nicht. Besser als von anderen ausgebeutet zu werden, sage ich mal. Und es war damals auch noch nicht so viel Senats- und Staatsförderung am Start, das muss man auch sagen. Also vielen Projekten geht es heute sehr viel besser als damals. Also die, die es noch gibt, die kriegen alle Kohle vom Staat, die haben früher, haben sie das nicht bekommen. Also so gesehen war das nicht einfacher, sondern man hat sich irgendwie, man war radikaler und man war eher bereit, auf einem ganz anderen Lebensstandard andere Prioritäten auch zu setzen. Also so das kleine private Glück zu zweit auf dem Sofa spielte nicht so eine Rolle wie jetzt im kollektiven Raum miteinander Spaß zu haben und dafür kein Geld zu kriegen. Und das hat sich total verschoben. Aber wie erklärst du dir diese Werteverschiebung? Manuela. Meine These ist ja immer, die Homo-Ehe ist an allem schuld. Also diese Werteverschiebung hin zum kleinen privaten Glück, dass das doch so erstrebenswert ist. Und Familie, Kleinfamilie, Reproduktion, dass das so in den Fokus gerückt ist, in der queeren Community, das finde ich den Untergang. Weil da waren wir schon mal viel weiter, diese Dinge in Frage zu stellen und zu sagen, das kommt für uns nicht in Frage. Kommt da noch was, Manuela? Nee. Aber dann lassen wir mal die Vergangenheit hinter uns und lasst uns mal ein bisschen verheißungsvoll sein. Wir springen ins Jahr 2040. Wie sieht die saffische Verheißung Berlins aus? Bitte, Manuela. Bitte, Manuela. Aber da wird ja kein Mensch traut, sich eine Lesbenbar Lesbenbar zu nennen. Das muss dann. Das macht ja schon alles keinen Spaß. Wenn du das nicht benennen kannst, wie du es willst und alle sich immer ausgeschlossen fühlen. Statt dass sie einfach hingehen und erstmal checken, ob sie ausgeschlossen sind. Weil dann würden sie sehen, oh nö, das heißt halt Lesbenbar und alle können kommen. Das wäre so mein Ding. Und dann weißt du halt, oh, worauf du dich einlässt. Und wer keinen Bock hat auf eine Lesbenbar, geht halt nicht hin. Aber es sagt nichts darüber aus, dass alle, die da drin stehen und Bier trinken, lesbisch sein müssen. Das ist mir auch scheißegal, wie die sind. Hauptsache, wir finden uns unter einem Dach irgendwie zusammen. Also das wäre meine Utopie, dass wir wieder ein bisschen dahin kommen, das alle ein bisschen weniger verkniffen zu sehen und der Begegnung mehr Chance geben als der Theorie. Sag mal, Manuela, nochmal so eine poppige Frage zum Ende hin. Willst du nicht eine Lesbenbar aufmachen? Ich würde gerne die Damentanzdiele zur Manuela, die es nämlich mal gab, in Schöneberg wieder eröffnen. Die war in der Joachimsthaler Straße, glaube ich. Und da gab es auch den Manuela-Cocktail und so. Also genau mein Ding. Aber erstens bin ich keine Gastronomin. Ich bin nur ein guter Gast. Ja, danke Manuela für das Interview. Viel Spaß auf der Berlinale. Wir trinken bald mal ein Getränk. Ganz kurz, warum war sie nicht hier? Weil hier, Manuela, weil du mit Kate Blanchett spielst. Genau. Scheiße, okay. Berlinale Kate Blanchett, genau. Ich dachte, das war ein Scherz, deswegen wollte ich mal nachfragen. Es war ein Scherz, genau. Ja. Manuela wäre natürlich also es war kein super Scherz. Gerne. Ja. Nein, es war, ich bin verwirrt. Es war kein Scherz. Es war kein Scherz. Aber es war auch ein bisschen Scherz. Es war schon ein bisschen witzig. Okay. Ja, also ich weiß ja nicht, wenn eine Mäzenin hier geluschert hat. Manuela, das hat sie uns auch nochmal vorhin gesagt, so in der Umkleide, wünscht sich eine Mäzenin. So, und hatten wir ja auch schon mal in der Wer sucht sich das? Manuela. Manuela sucht eine Mäzenin für ihre Lesbenbar. Ganz kurz. Genau.
Aber ich finde, eigentlich könntest du mal eine Lesbenbar aufmachen. Ah. Ja, also ich sag mal so, ich habe übertrieben Bock, aber wie immer habe ich keine Werkzeuge, wo das so aussieht. Naja. Ey, und ich habe auch noch keinen zweiten Buchdeal. Ich bin so, ich habe das Gefühl, ich habe so, ich will jetzt nicht biologistisch oder so klingen, aber ich habe das ein bisschen besser drauf, in der Bar zu arbeiten, egal als was, als mit der Literatur. Also falls irgendeiner von euch irgendwelche Lehrräume in Berlin stehen hat, vielleicht kann man ja das leider kapern oder so. Das wäre richtig geil. Wie würdest du deinen ersten Cocktail nennen? Man würde. Man würde. Man würde. Ja. Und ihr? Mein kommt wieder so ein sophisticated Shit. Ich bin ready. Nein. Man also würde ist einfach zu billig. Also ich finde ja den Cocktail von der Zinnenschenkel ganz gut. Der hieß, mein Mann ist verhindert. Aber das ist nicht deine Idee. Nein, ich mache Poly Secure on the Beach. Poly Secure on the Beach. Der muss ja, sein. Viel Glück damit. Ja, ich hätte das auch wahrscheinlich als Eva. Okay. Was ich euch aber auch noch fragen wollte, war eigentlich, jetzt haben wir ja viel über so lesbische Radiogeschichte gesprochen, jetzt kommt wieder der ernste Teil von mir. Ja. Was sind denn so eure Lieblings, habt ihr so Lieblingspodcasts? Also so lesbische Radiosender in einem 24-7 oder 6 Stunden am Tag Sinne gibt es auf jeden Fall nicht. Ja. Also ich bin ehrlich, ne? Ich soll ja hier angeblich vom Fach sein. In manchen Sachen ja, manche Sachen nein. Podcast-mäßig, ich schwöre, ich habe noch nie einen lesbischen Podcast gehört. Ich will mich natürlich selber jetzt entschuldigen. Ich bin so ein bisschen apologetic about myself. Ich habe keine Recherche gemacht. Und es ist ja auch einfach nicht, vielleicht unterstütze ich die falsche Partie gerade, aber in meiner Welt, sage ich jetzt mal so, weil wir wollen ja mehr auf die Begegnung achten. Wir sind ja Manuela K. Ultras. fliegt mir das nicht so leicht zu. Und ich sage das jetzt mit einem Grinsen, aber ich meine das ernst. Bevor das nicht irgendwelche Lesbian-VorreiterInnen auf Insta posten, check ich nicht, wo es das gibt. Mhm. Und das unterstützt so ein bisschen das, was ich auch irgendwie, jetzt wird es richtig persönlich, aber nicht traurig, keine Sorge, auch so ein bisschen so rückblickend aus der Kindheit, Jugend und so, Schulzeit und so weiter checke, dass ich immer dachte, es gibt keine Lesben. Und dann weißt du, aber Digga, man ist doch selber eine. Wie? Ich bin doch nicht die einzige Person auf der Welt. Meine Mutter so, doch, bist du? Ich war so, gut, dann gehe ich halt auf die Suche. Anyway, auf jeden Fall. Dann hast du ja doch ein paar gefunden. Ich habe auf jeden Fall, vor allem meine Kindergärtnerin war so eine OG Butch. Und dass meine Mutter dachte, dass sie ein Mann wäre und hat ihn immer Andreas genannt, obwohl sie Andrea hieß. Und sie hatte so geile Klamotten an. Sie hatte so diese geilen, wie nennt man diese Boots? Diese Wanderstiefel. Also, aber in Styler. Und dann so einfach so Wrangler Jeans, so ein weißes Shirt auf eng, kurze Haare. Und irgendwie war ich so, warum mag ich dich irgendwie so? Ja. Also das ist das, wie mir irgendwie erst nach, ich bin jetzt ein bisschen älter, aber trotzdem jung, wie mir selber auffällt, dass mir das einfach, dass ich nicht so bin, ah ja, das ist mir gerade passiert, ich höre das jetzt oder ich lese das jetzt, sondern ich muss schon aktiv suchen. Und wenn du mich nach Podcasts oder irgendwelchen Radioformaten fragst, ey, ohne Spaß, ich kenne keine. Ich habe wegen der Missy Hänger, mir hat, glaube ich, was Kurzes drüber geschrieben, Cruising kennengelernt. Und das ist so ein Podcast USA, aber auch wieder, wo so drei Lesben in einem Van rumfahren und alle noch bestehenden lesbischen Kneipen in den USA abfahren. Ah, wie viele Folgen gibt es da dann? Ich glaube 26. Ja. Wobei es geht auch natürlich viel um so Benennung. Das Thema hat uns ja hier auch schon oft beschäftigt bei Dyke Dogs Live on Air. Also die, ja. Das unterstützt auch meine These, dass dann Lesbian-VorreiterInnen das sowas auf Insta posten und dann checkt man, dass das mit dem Podcast genau. Jetzt, ja. Also ja, weißt du, wie ich meine? Ich habe halt auch mega Bock, mit euch so zu fahren. Also ich kann zwar nicht fahren, aber... Wir fahren nach... In so einem Dyke Dogs-Bulli, oder? Leute, wir fahren nach Frankfurt. Warum? Ich war noch nie in Frankfurt. Du weißt genau, warum. Kommt gleich noch, können wir nicht verraten. Die Leute wissen doch eh schon, sag einfach. Hier, aber lesbische VorreiterInnen... Lin NRW, Bettina Böttinger, weißt du die noch? Bettina Böttinger, die hat doch auch so einen Podcast. Hat auch einen Podcast, so. Wohnung 17. So. Ja, und da hat mir, den hast du dir doch mal angehört, oder? Genau, den habe ich mir angehört und irgendwie war das irgendwie total cool. Bettina Böttinger ist jetzt eine Lesbe einer anderen Generation so oder Butschfunk, den Manuela anbietet, da hast du ja auch irgendwie
verstärkt eine Perspektive irgendwie Ü50, also wenn es ums Hosten geht, so. Und irgendwie fand ich das total schön, so ein bisschen aus seiner Altersbubble auch rauszukommen und so also leicht, apropos smart. Ü50, mir hat ja eine Ex neulich gesagt, ich würde sie an Bettina Böttinger erinnern. Ganz kurz für Leute, die Bettina Böttinger nicht kennen, was bedeutet das? Ja. Ist das was Gutes? Auf jeden Fall mal locker okay. 30 Jahre älter als ich. Aber ich weiß nicht, einfach der Vibe, den ich so rumbringe. Vielleicht die Brille, but I'm not sure. Anyway. Die ist sexy, die Brille. Baha, wollen wir ein bisschen Musik hören? Auf jeden Fall. Bisschen chillen, oder? Wollt ihr irgendwie so, sag mal, ich brauche was zu trinken. Soll ich Wasser bringen? Hat mal jemand einen Drink für... Ich hol dir mal was. Hast du einen Drink? Und jetzt zu den Nachrichten. Die Community atmet auf. Das Rätsel ist gelöst. Die anonyme Wodkaflasche, die sich wochenlang unter dem Tresen befand und für zahlreiche Spekulationen und mehrere lesbische Dramen gesorgt hatte, hat ihre BesitzerIn nun endlich gefunden. Sie gehört Manuela Kai. Frohe Aussichten in der Landdeich-Kommune im brandenburgischen Havelland. Nebenzuwachs bei den Heinschnucken, der Fotoausstellung Lesben mit ungewöhnlich großem Gemüse und dem erfolgreichen Versuch, das Wachstum der Äpfel mittels Tegan und Sarahs Back in Your Head Album von 2007 anzuregen, ist die neue Princess Farming gewählt worden. Ivy, 32, ihr Credo, noch eine. Bei ihrer Eröffnung sind die Nachbarn skeptisch gewesen, als sie das Schild mit zwei Frauen, die eng wie ein Liebespaar zusammensitzen, sahen. Ein Club nur für Frauen, eine Lesbenbar, klang noch im September 71 sehr wild für die Seehofstraße 3 in Sachsenhausen. Die Nachbarn dachten, dass die Frauen hinter der geschlossenen Tür zusammen nackig in einem Becken sitzen. Nun sind mehr als 50 Jahre vergangen. Gestern ist die lesbische Bar La Gatta in Frankfurt, der Fels in der Brandung, zum Weltkulturerbe aufgenommen worden. Glückwunsch. Also da fahren wir dann hin, oder? Da fahren wir hin. Aber ja. Was, warst du da schon mal? Ich war da nicht, aber diese ganzen Gießen-Theater, angewandte Theaterwissenschaften, Leute, die sprinten da immer rüber war hier und sagen, schon mal es ist das Geilste der Welt. Ich sehe schon Leute, die fühlen sich, die sehen ganz schön ertappt aus. Ja? Eine Person ich hab, ist ja nicht ja, warst du? Wie war? Ganz cute. Okay. Ganz cute reicht für mich. Unter der Woche. Das heißt, Tendenz, Wochenende ist geiler? Ja, am Wochenende muss ich auch... Mehr Drama? Okay. Da fahren wir nicht hin. Wochenende. Da fahren wir echt nicht hin. Da kann ich auch in Berlin bleiben. Nee. Anderes Dings. Sag mal... Wollen wir weiter zu den Spinnboden-News? Was geht ab? Spinnboden-News. Das ist Lara vom Spinnboden-Lesben-Archiv in Berlin. Ich gebe euch ein paar Dike-News für die nächsten Tage und Wochen. Erstmal ganz wichtig, der Spinnboden. Wir feiern dieses Jahr 50 Jahre Bestehen. Und wir laden euch alle ein zu unserer Dike-Party im SO36 am 7. Juli. Ansonsten könnt ihr bei uns zum Beispiel im März auch einen Vortrag zur SM-Diskussion in der ostdeutschen Lesbenzeitschrift Frau Anders Anfang der 90er Jahre besuchen oder einen Stadtrundgang, der euch an die lesbischen Orte der 70er und 80er in Schöneberg führt, die natürlich auch für die Gründung des Spinnbodens ganz wichtig waren. Ja, und im März natürlich auch feministischer Kampftag, also raus
in die Straße am 8. März oder zum Streik, bundesweiten Streik der autonomen Frauenhäuser am 7. März. Ansonsten, was ist so los in den nächsten 2 Wochen? Es gibt die Verleihung des Teddy Awards, Dykes Gone Wild im Schwutz, Gayhane im SO36 oder am 4. März die Soli-Party zum Support feministischer Kämpfe in Iran, Kurdistan und Afghanistan in der Loge in Friedrichshain. 2 Ausstellungen will ich euch gerne auch noch ans Herz legen. Einmal läuft von der Fotografin Nan Golden eine Schau in der Akademie der Künste noch bis 19. März. Nan Golden hat auch ganz viel queere Communities fotografiert und es sind wirklich sehr tolle Fotos. Und im Schwulen Museum wurde verlängert noch bis Ende Mai die Ausstellung Queering the Crip, Cripping the Queer zu Queerness und Behinderung, Geschichte, Kultur und Aktivismus, wirklich sehr empfehlenswert. Ja, und ansonsten folgt uns dem Spinnboden auf Instagram, schaut, was wir noch so anbieten. Im April haben wir zum Beispiel auch die Lesung von Eva Teppes zu deren Buch Power Bottom. Ja, geht in die Olfe, Oyabar, Silver Future oder bleibt auch einfach zu Hause. Dann kommt irgendwann der 1. Mai, der Sommer, die Pride-Märsche und natürlich unsere Party im SO36. Macht's gut, ihr Lieben. Danke, Lara. Ja, ich sage ja immer 30 Euro im Jahr, da bist du schon Mitglied beim Spinnboden. Ich sage das wirklich zu vielen Leuten, die wissen, wen ich meine hier im Publikum, das endlich mal weiter zu betreiben. Auch. Ich meine, Ehrenamt kann man auch übernehmen, oder? Kann man auch übernehmen. Lara ist auch heute da und der könnte bestimmt Geld zustecken oder Telefonnummern. Oder beides. Aha, wo eine Dike ist, ist auch ein Weg, oder? Ja, auf jeden Fall. Nur wie steht es um die Sterne? Emotional Lover Queen. Denn am 10. Januar 2019 erblickte ein Dike Dog das Licht der Welt. Um 11 Uhr. Oh. Hello, Dike Dogs. It is I, the one and only Emotional Labor Queen, and I'm here to give you your 2023 horoscope, to give you a nugget of wisdom in the ginormous mystery that is this life on Earth. Let's get into it. Dearest Dyke Dog, you are a Capricorn Sun in the 10th house. Your Sun is your overall personality, your ego, your core. You were born in the midst of the cold winter before all hell broke loose and the world as we used to know it forever changed. Capricorn is an earth sign. Capricorn is a discipliner, a provider. They are an impatient, grounded, practical, and focused sign that wants to move forward. In 2023, you will be able to use your skill of staying calm during chaos to manage all the challenges being thrown your way, working around obstacles, jumping hurdles, you will find a way through it. During this process, it's important to focus on short-term goals and treats for each success. Capricorn is a hard worker, but they crave praise. Don't forget to sometimes coddle this baby, and you will glide through 2023 smooth, like vegan butter. You are a Pisces moon in the 12th house. Your moon is your emotional landscape. This is an extremely, tremendously, fascinatingly intense placement. Not only because water signs are emotional, turbulent, and dramatic, but also because the 12th house is ruled by Pisces. So you have this emotional landscape that's full of nostalgia, regret, longing, and hesitation. Your Pisces moon helps you tune into your inner compass, your intuition, your dreams, and your subconscious mind. This placement is very symbolic in the context of the pandemic because it's an emotional placement that wants to look back, that wants to reminisce on what life used to be like. There's a lot of pain in this placement. Whoever has a 12th house, no matter which sign, no matter which planet, has to go through that painful transformation to be able to come back out on the other side.
or your sun, your Capricorn, is impatient, your Pisces moon holds you patiently, softly, and won't let go until you're ready. You are an Aries rising. Your rising sign is always in the first house. Your rising sign is your outer shield, your motivation, what you are literally rising into this life. Aries is a fire sign, the first sign of the zodiac wheel. After you've let go of that pain your moon so deeply wants to hold on to, after you've let yourself surrender to the release, your Aries rising rises up into your internal night sky, a shooting star that's asking you one thing and one thing only. Please play with me. Aries wants to discover. Aries wants to learn. Aries is curious and excited about the world. They look at life with eyes that are brand new. This is your biggest gift to cherish this year, to seek out joy, to hold happiness when it blesses your life, to stay playful, to listen, to really listen, to work through the difficulties and end up at a place where sometimes, maybe, maybe sometimes, you smile at the world and she smiles back at you. Thank you. Vielleicht habt ihr euch gefragt, auch warum jetzt 10. Januar 2019? 11 Uhr. 11 Uhr. Lynn? Ja, das ist der Tag, an dem Eva und ich uns zum ersten Mal begegnet sind. Ja. Doch, deswegen haben wir das alles gemacht. Digga, also ganz kurz. Das ist jetzt, guck mal, Nummer 3. Erstens. Ihr habt euch da noch nie gesehen? Nee. Ja. Also ja. Davor haben wir uns nicht gesehen. Ey, das ohne Spaß jetzt kein Joke hier, ne? Warte mal ganz kurz. Wie jetzt? Ihr habt euch davor noch nie gesehen. Gesehen. Nee, genau. Wir sind uns das erste Mal im Südblock begegnet. Nein. Warum sagt ihr das nicht? Ich dachte, ihr seid mit dem Konzept irgendwie vorangekommen und dann ist irgendein Antrag abgeschickt worden auf Unsexy. Weißt du, wie ich meine? Nein. Nee. Das ist ja richtig romantisch. Damals, warum sagt ihr das nicht? Ja, das sag ich dir doch jetzt. Ach so, jetzt? Aber jetzt sind 3 Millionen Leute dabei. Ja. Naja, im Südblock war das. Damals hatte der Südblock noch früher auf. Jetzt ja immer erst so 15 Uhr oder so. Wir haben Kaffee getrunken. Und dann hat Lynn bei dem Treffen gesagt, dass ich eigentlich mal meinen Job schmeißen sollte. Wollte ich eh schon. Stimmt. Habe ich dann auch gemacht, aber ich hatte dann noch ein paar andere Jobs leider. Also ich glaube, das Treffen ist deswegen so symbolisch irgendwie so, weil wir uns das erste Mal nicht nur gesehen haben, sondern vor allen Dingen auch gemeinsam motiviert haben, zu sagen, ey, lass uns irgendwie das versuchen, von dem wir eigentlich schon länger träumen. Und wer hat wem als erstes geschrieben? Na, das war ja über Arbeit eigentlich. Ja, aber wer hat wem als erstes geschrieben? Du mir. Ich habe Eva geschrieben, ja. Genau. Okay, wollte ich nur wissen. Lass mal einen Südblock treffen, Zwinker. Und apropos, also das ist ja quasi unser Baby, wurde da geboren, ne? Das ist jetzt klar geworden. Das ist klar. Und ich bin aber ganz froh, Lynn, übrigens, weil wir haben ja gehört, dass Water Signs ja schon echt intens sind. Und wir beide sind ja wirklich ungelogen Triple Water, was uns aber erst so vor einem halben Jahr aufgefallen ist, glaube ich. Oh, warte mal, ganz kurz. Ich habe da noch was. Sekunde. Alle reden vom Wetter, wir auch. Does water make us wet, Tale? Ja. Und nun? Das Lesbenwetter. Für einige sah es heute Morgen noch trüb und neblig aus. Für andere ist der immer noch herbstliche Modus der letzten Tage inzwischen wie weggeblasen. Das Wetter heute ist turbulent und ambivalent. Wir vermelden Windböen namens Jesse, der Stärke 8. Außerdem ist heute Berlinale Premiere von Tar mit Kate Blanchett, Kristen Stewart, bleibt unangefochtene Berlinale-Präsidentin. Oh, Verzeihung, eine Sekunde. Liebe Lesben, mich erreicht gerade die Zentrale. Wir verzeichnen just in diesem Moment einen exorbitanten Temperaturanstieg, ebenso wie vereinzelte Luftfeuchtigkeitshochdruckgebiete im Raum Charlottenburg. Die Tagestop-Temperatur ist also doch hot, hot, hot.
Dennoch warnen LäsologInnen vor Überschwemmungs- und Überflutungsgefahr. Im weiteren Verlauf der Woche lockert es sich auf, nur noch vereinzelt graue Wolken über den Herzen von Berlin. Allerdings sind noch immer einzelne Niederschlagsgebiete zu erkennen, die zwar keine chaotische Wolkenlage wie heute versprechen, wir aber nicht unangekündigt lassen wollen. Es bleibt in Teilen weiterhin feucht. Damit bleibt Wind- und wetterfeste Garderobe weiterhin eine Empfehlung, damit die Lesbe gut durch den Tag kommt. Does water make us wet? It sure does, Bahar. Und damit eine schöne Woche. Zurück zu den Lesben. Also die Person, der diese hotte Stimme gehört, ist heute auch da, aber vielleicht hätte ich das nicht sagen sollen, weil dann kann sie sich vor Angeboten heute Abend wahrscheinlich auch nicht rein. Wir werden bestimmt noch ein bisschen hier in der Kneipe sein später, kann man ja auch schon mal versprechen. Jetzt machen wir eine kleine Musikpause. Von wem ist denn der Track? Von Fee gecovert. So melting. Ich bin ehrlich, ne? Aber eigentlich ist Lady Gaga. Ja. Ich hab kurz vergessen. Sag mal, wollen wir uns einfach hinlegen? Jetzt schon? Ja. Das Licht drüber gehen? Also, weißt du, wie ich meine? Ja. Ey, darf ich euch ein Gedicht vorlesen? Boah, Digo, ey. Literatur finde ich eigentlich richtig scheiße. Ja, Digga, okay, okay, es ist wirklich gut. Und kurz. Okay, übertreibt man nicht, ist echt, guck mal, hör doch einfach mal hin. Okay. Warte, komm. Also, es geht so. Aber nicht schreien, okay? Also. Holy fucking secure. Es wird gut. Holy fucking nobody wants that. Holy fucking everyone just tries their best. Holy fucking nobody is ever happy. Holy fucking we suddenly like cis guys again, but he's sucking dick too, so he can't be part of the polycule. Holy fucking my girlfriend left me because I'm poly and now I don't fuck anyone. Holy fucking everybody just wants to be free. Holy fucking nobody belongs to fucking anybody. Holy fucking nobody wants to hurt anyone. Holy fucking I'm scared. Holy fucking I still don't know how to be anything other than number one. Holy fucking everybody hates me because I want too many lovers. Ja und? Wie findet ihr? Hat meine Laune jetzt auch nicht krass gebessert. Leute, habt ihr nicht die Ambivalenzen gesehen, die ich versucht habe? Egal. Dings. Ich eröffne dann eben die aktuelle Sitzung unserer lesbischen Poly Support Group. Oh nee, hier am ja, Strand doch, oder was? Wir müssen das machen. Wir wollen das alle und ihr schiebt die ganze Zeit rum. Das kriegen wir hin. Ich habe mir schon voll viele Notizen gemacht. Ja, aber es geht ja um Praxis. Weil das,
wenn das geht, dann brauchen wir hier nicht sitzen. Okay. So. Okay. Also Sitzung eröffnet. Sitzung ist eröffnet, okay. Bla 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 bla, Check-in, Mac-in. Oh. Wie geht's euch? Ich merke, ihr habt gar keinen Bock auf mich, aber dann fange ich eben an. PSG wollten uns übrigens auch PSG, nennen. Ja. PSG. Ja, PSG. Weil ich finde das auch für französischsprachige Leute dann offener. Okay, das stimmt. Na gut. Wir haben einen akuten Fall von Poly Insecurity. Problem, das Buch oder ich würde sagen, die Bibel einer Generation ist ausverkauft. Ich kann also meine Metamores nicht beschenken. Metamores? Ja. Yeah. Also Recap. Okay, warte mal, ganz kurz Recap. Also Metamores sind Opfer, die gezwungen werden, miteinander befreundet zu sein oder auf sich aufzupassen, weil sie mit der gleichen Person schlafen, aber eben nicht miteinander. Also, ey, ich check schon den Joke, aber mach weiter. Also zum Beispiel, wenn Duigo etwas mit Bahar und mir hat, Bahar und ich. Digga, ich hab noch nichts gesagt, erzähl weiter. Also Bahar und ich, aber nicht miteinander, dann sind wir Metamores. Ja? Und unter uns, das ist nicht unbedingt the happiest of all positions. Um ehrlich zu sein. Ey, sei nicht so, weil es geht. Hör mir zu, ihr auch. Okay, okay, ab und zu ist ein bisschen peinlich. Man kommt sich echt peinlich vor dabei, ich gebe es zu. Okay. Aber sobald man sich der Scham einmal hingegeben hat, die Partnerperson von deinem Crush kennenzulernen, ich schwöre, kann mit Metamorph chillen auch richtig bocken. Ich schwör's dir, das ist wie so Freundinnenschaft auf CBD. Nix muss, alles kann. Okay. Weißt du, wie ich meine? Okay. Ich schwöre, man merkt erst, Leute, hört mir zu, wie schnell man sich doch eingestehen kann, dass manchmal vielleicht wirklich alles halb so wild ist in so einem Poly-Ding. Ich meine es ernst. Aber zurück zu unserem Ausgang, liebe PSG. Wir haben einen Fall von Poly Insecurity and the fucking life-saving Bible unserer Polycule-Gemeinschaft. Poly Secure ist ausverkauft. Ausverkauft. Hilfe. Naja, also ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, weil anscheinend gibt es ja ein bisschen mehr Leute, die auch Unsicherheiten haben und Hilfe brauchen. Das sage ich seit 10 Minuten, aber egal. auf jeden Fall diese Diagramme. Diagramme. Bei Polysecure. Okay. So via Audiobook, ich bin ehrlich, ich verstehe kein Wort. Also wenn du jetzt sagst, du lädst dir das als EPUB oder so runter. Genau, hey. Ich bin so in der Bahn, man fährt auf Lesung, dann ich höre so, ah, wie funktioniert das, dies, das, Attachment Style und so weiter und so fort. Mhm. Und dann werden die Diagramme audiovisuell erklärt, ich schnall gar nichts. Alter, was mache ich da? Wir haben doch, ich habe doch so eine Scanner-App. Ich kann doch die Diagramme jetzt einfach mal einscannen. Das ist dein Ernst. Ich soll jetzt noch eine App holen. Ich komme mir ja schon peinlich genug vor, sowas nachzulesen, statt einfach nicht eifersüchtig und nervig zu sein. Ja, das stimmt. Und dann muss ich mir noch eine App holen, um ein Diagramm von so einem Buch zu scannen, um mir noch schäbiger vorzukommen. Dugo, jetzt warte mal bitte. Ich wünsche dir... Warte du, mal bitte. Ey, ja, okay, also, ich beruhig mich. Warte mal bitte. Ich glaube nämlich, dass Bahar eigentlich die ganze Zeit was sagen will. Ja. Und du brabbelst schon wieder irgendwie so richtig protagonistisch hier rum. Deswegen, du bist ein Macho. Es tut so mir leid. Magger. Ja. Danke. Also Bahar. Also ich bin die Einzige von euch, die versucht, nicht eifersüchtig zu sein. Aber egal. Macht mal weiter mit Metamorphen. Okay. Yeah, Opfer. Right. Egal. Ja, also ganz ehrlich, warum hast du schon wieder so eine Platte? Ich verstehe es irgendwie nicht so richtig. Die meisten von diesen Linken möchte gern queeren weißen G-Deconstruction. Boys. Thank you. Lesen doch eh nur die ersten 80 Seiten und skippen nach ihren Attachment-Issues mit Mutti gleich zu den... Acknowledgement. Thank you. Also okay, Verdrängung, das notiert, ist die eine Sache und was jetzt die Construction Boys heißen soll, egal. Lassen wir auch mal außen vor. Ich habe ja schon noch ein Problem. Ich habe ja schon lange eine Frage. Die ist wirklich unnötig. Oh, Eva, ey. Doch, ich möchte es jetzt wirklich mal ansprechen. Okay. Weil ich glaube, es geht auch um Honesty. Okay. Ja. Also wenn man jetzt in einer Poly Support Group ist, darf man dann auch innerhalb der Poly Support Group eigentlich daten? Ach komm, frei raus, Eva, du meinst unsere Poly Support Gruppe, oder nicht? Du meinst unsere. Du meinst uns. Also ich sag mal so, atme auf, ich sage mal so, wer drama-free einen Schrank von Köpenick nach Neukölln transportieren kann und zusammen pumpen gehen kann, meine Meinung, kann auch ab und zu mal bang.
meine Meinung. Köpenick okay. ist schon hart, oder? Das geht doch gar nicht um Köpenick. Man kann ja auch einfach, egal. Ja? Ich check's nicht, keine Ahnung. Warum muss Sex einfach immer alles komplizierter machen? Naja, weil ich irgendwie denke, dass es ja das Einzige in diesem scheiß System ist, dass uns ein Gefühl davon gibt, wir werden gesehen. Ja? Oder diesen weirden, vermeintlich wichtigen Unterschied zu einer nicht amorösen Freundschaft macht, den wir alle irgendwie haben müssen? Ja, das wissen wir ja. Deswegen können wir ja damit arbeiten, beziehungsweise es versuchen zu verändern. Aber ihr wollt ja nicht. Also, ich fühle mich auch einfach nicht alleine hier. Ja. Also, ich wollte eigentlich ja sagen, unsere Police Support Gruppe, die Person, auf die ich vielleicht so ein bisschen so einen Crush habe, ist halt krass verliebt in eine meiner besten Freundinnen, Jessie. Mhm. Und jetzt hat Jessie neulich gesagt, dass wir doch auch mal wieder was miteinander haben könnten. Hm? Ja, und wo ist jetzt das Problem? Das wolltest du also erörtern. Moment mal. Ja, warte mal ganz kurz. Moment mal, ich glaube, wir müssen noch mal einen Schritt zurückgehen. Also, ja. Du hast jetzt gefragt, okay, warum macht Sex irgendwie alles komplizierter? Ja. Ich habe gesagt, okay, da wird man irgendwie gesehen. Ja. Und dann haben wir, glaube ich, Bahar unterbrochen. Und dann, ihr habt mich gar nicht mehr aussprechen lassen, sondern es ging gleich wieder um Jessie. Ja, what a surprise. Aber Jessie Windstärke 8. Ja. Dazu kommen wir gleich. Okay. Ja, vielleicht sage ich noch was dazu. Also ich meine, das ist doch wirklich das Anstrengendste der Welt. Permanent gegen diese Angst des Nichts-Gesehen-Werdens angehen zu müssen. Und dann diese ganzen ängstlichen Bindungstypen, die sich in vermeintlich sichere, definitiv aber unsichere Beziehungen begeben. Dann ihre eigene Vermeidung und die Vermeidung des anderen navigieren müssen. Und parallel dazu diese Energie, die man aufbringen muss, um alles irgendwie stabil zu halten. Instagram-Follower, Mieterbund, Instagram-Follower, Mieterbund, Lohnarbeit, Muskelaufbau, Muskelaufbau, Lohnarbeit, Gehnägel, Gehnägel, Gehnägel und vielleicht auch mal Mutti anrufen. Hallo? Ey! Ach so, ja. Mutti anrufen. Mutti anrufen und? Jetzt kann ich nicht mehr. Also wie gesagt. Ja, jetzt Jessie, ich stecke. Ich habe also einen Crush auf eine Person aus der Police Support Group und die ist halt krass verliebt in Jessie, diese Person. Mhm. Und Jessie, mit der ich auch schon was hatte, ja. hat jetzt gesagt, wir könnten ja auch mal wieder was haben. Also hey, Moment mal, ich verstehe das nicht. Also sozusagen dein Crush aus unserer Poly Support Gruppe hat was mit Jessie. Aha. Und Jessie meint jetzt, ob ihr beiden nicht was haben könnt. Aha. Mhm. Also bei mir tut sich die natürliche Frage auf, wer ist dein fucking Crush? Okay, egal. Ist die Freundin nicht im Publikum? Vielleicht sollten wir die Freundin selbst fragen. Also ich finde, wir erörtern erstmal das Problem. Weil es gibt ja scheinbar eins. Ja. Eva. Also mein Problem ist halt so ein bisschen, ich habe ja ein ganzes Buch über Sex geschrieben, Power Bottom, kann man jetzt auch dann gleich exklusiv signiert beim Ausgang erstehen. Und ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich halt von Sex und Beziehung keine Ahnung habe. Ich kann die irgendwie nicht auseinanderhalten. Und das Nächste ist, dass die Person, auf die ich vielleicht einen Crush habe aus unserer Police Support Group, über die sagt man halt, dass sie the most sexually powerful dyke in the whole of Berlin ist, abgesehen von Manuela Kai laut eigener Aussage jetzt. Ne? Okay, stimmt. Ja. Queenness is about who you build a legacy with. Das schreibt Fanny Sosa. Ich glaube, ich mache jetzt Polycule mit hier Benny. Ein bisschen viele. Also Shiggy ist nicht da. Aber ja, Benny, ja klar, aber wisst ihr irgendwie, was mich so richtig abfragt, mal wieder, wir drehen uns schon wieder permanent nur um uns selbst. Und das ist doch echt haarpeinlich, oder nicht? Ich bin anderer ja, Meinung, aber wir wieder können auf Sendung, auch das mal, ja, was die Gruppe lass jetzt mal kurz möchte. Auf Sendung gehen. Ja, okay. Dann ja, gehen wir jetzt auf Sendung. Aber ja. Ich hab halt PMS. Oh. Was meinst du? PMS und dann muss man auf Sendung. Ja, ja, Bahar macht jetzt einfach Musik an, oder? Vielleicht. Oder du machst irgendwas. Ja, okay.
Anziehen lohnt sich jetzt auch nicht mehr. Nee, das ist auch einfach zu heiß in dieser Scheiße hier. Okay. Die habe ich die ganze Zeit ignoriert, hi. So. Ready? Wir sind ready. Ja. Wir sind ja. Ganz kurz, ist alles cool zwischen uns? Ja, voll. Danke, Frage. Aber wir vertagen das nochmal mit Reden. Machen ich würde schon gern mit jeder einzelnen von euch irgendwie was sprechen. Übertreib doch nicht gleich. Na, aber okay, ich bin halt besser in Zweiergesprächen dann, weißt du auch. Du hast recht, okay. Und das macht ja auch immer was mit den auch Zweierbeziehungen. Aber ich, guck mal, letzter Wunsch, darf ich letzten Wunsch äußern? Ja, okay. Wenn ich mit so neuen Ideen komme, wie man so Beziehungen führen kann, ohne dass man sich geisteskrank scheiße fühlt, dann will ich ein bisschen mehr Support von euch, sonst könnt ihr euch das Support in dieser Poly-Support-Gruppe echt schenken, Leute. Das war jetzt nicht beleidigt gemeint, sondern einfach nur ein bisschen bestimmt und energisch. Okay. Ja, wir sind ready. Ja, ich bin schon dabei. Und zwar geht's weiter mit Grüße an die Ex. Wir fangen an mit Manuela Kai. Ich höre ja tatsächlich sehr viel Radio, deshalb passe ich ja hier auch gut her in eure Sendung. Und heute Morgen im Radio kam ein Bericht aus Texas, San Antonio. Da verkauft der Zoo an Privatmenschen Kakerlaken, diese ganz großen, die es in Texas gibt. Und du kannst dir diese Kakerlake aus der Ferne kaufen und kannst der den Namen deiner Ex geben. Und dann filmen die in dem Zoo, wie sie diese Kakerlake an irgendein Tier verfüttern. Und ich habe gefeiert und ich möchte mir mindestens 10 Kakerlaken da kaufen. Ihr wisst, wer ihr seid. Kann ich dazu nur sagen. Danke, Manuela. Danke, Manuela. Und wir machen auch gleich weiter mit Eva van Redeker. Für die Gelegenheit, meine Ex zu grüßen. Mein Problem ist, ich habe eigentlich gar nicht so richtige Exes. Ich bin dermaßen lesbisch. I just keep adding. But this is for sorry. My ex-affair, ex-fluid. Sorry, thank you so much for that electric mattress cover, heating mat that you sent me 7 years ago from New York when you were so worried I wouldn't survive my house without central heating and didn't let you warm me. Anyway, this replacement technology freaked me at first. It reminded me of my grandfather who always used to use those things. But, you know, this winter, when heating costs and also wood costs rose further, it proved really useful. I thought so. Thank you, and I hope you're warm. Cool. Danke, Eva von Edeka. Danke, Eva. Und einen haben wir noch, oder? Ja, wir haben hier noch einen. Okay. Konzert. Anonym. Anonym sozusagen. Anonym. Grüße alle Exes, die Sextoys von mir behalten haben. Ich hatte mir viel Spaß damit. Und ganz besonders grüße ich die Ex, die mich mal in einem Brüsseler Hotelzimmer nachts geweckt und mit einem Dildo beworfen hat und dann den ersten Zug nach Berlin genommen hat. Ich bin trotz allem froh, dass wir heute Friends sind. Danke. Anonym. Ja, jetzt wagen wir noch einen kleinen Ausblick zur nächsten Dyke Dogs Ausgabe am 4. Mai. Credo lautet Arbeit, Arbeit, Arbeit. Denn am 4. Mai strecken in der Werkstatt der Schaubühne die Prodolespen die Sechskantschlüssel in die Höhe und erarbeiten mit euch einen Blick in die emanzipative Vergangenheit lesbischer AufsteigerInnen. Vielleicht können wir ja auch die ein oder andere Szene von Boundary enacten. We don't know. Wie dem auch sei, bleibt dran, denn wir wissen, die Dyke, die stirbt zuletzt, oder? Absolut. Und eigentlich finde ich es schade, dass wir jetzt schon aufhören. Ne? Aber wir sind, wie gesagt, wahrscheinlich noch in der Bar anzutreffen oder rauchen draußen. Ich werde auf jeden Fall auch am Büchertisch hier gleich abhängen. Duigo meinte, das macht man so, man muss dann schon auch signieren. Die Verlegerin nickt auch, also...
Es macht auch Spaß, das meinte ich damit. Ja. Du musst gar nichts, aber es bockt auch. Wir sehen uns später noch. Ja, Sandike, liebe Sandike, jetzt ist es wohl soweit. Legt euch ins Bettchen, habt eine gute Zeit. Träumt von den hotten Händen einer Ex, den Emojis, die ihr habt im Kopf beim Sex, einer Softbutch auf dem Motorrad, einer saffischen Stellung mit Doktorgrad, Peanut Butter and Hot Mom Cuddler. Ja, macht es gut. Denkt immer daran, wo eine Deike ist, ist auch ein Weg. Achso, wir klatschen uns zu. Nein, lass doch aufstehen. Lass doch nach vorne. Müssen wir uns verbeugen? Ja, lass uns verbeugen, Leute. Jalla, komm nach vorne. Komm her. So, wo willst du hin? Also, das ist doch nicht so. Okay. Das war's. Danke. Gehen wir ab, oder? Also, was